Ballaststoffreiche Lebensmittel. Ballaststoffreiche Lebensmittel, sind die denn wichtig? Ballaststoffe wurden früher als Ballast bezeichnet, als unnütze Lebensmittel. Und lange haben sie auch die negative Stimmung gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das noch. Kohl, Blät, Erbsen, Linsen, da habe ich immer so Probleme, Fäulegefühl. Und deswegen waren Ballaststoffe immer verpönt. Man hat immer versucht, so wenig wie möglich Ballaststoffe zu essen. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz große Harvard-Studie mit 700.000 Teilnehmern und Probanden. Und die wurden getestet, wie viel Ballaststoffe die nehmen. Und weißt du, welche Erkrankungen alle durch Ballaststoffe verhindert werden können? Könntest du dir das vorstellen? Also in dem Test kam raus, dass die Senkung von Darmkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus durch ballaststoffreiche Ernährung wirklich gefördert werden kann. Und wenn du möchtest, kannst du, ich verlinke das, eine Liste bekommen von den 30 ballaststoffreichsten Nahrungsmitteln und Lebensmitteln, die es bei uns gibt. Und das ist wichtig, weil meistens werden die nur immer so 3, 4, 5 gesagt. Ich habe gesagt, wir machen 30 ballaststoffreiche, die Top 30, weil du musst dir vorstellen, manche mögen die 4 nicht, die ich dir jetzt sagen würde. Und dann sagen sie, oh, ich esse es einfach nicht. Deswegen habe ich gesagt, machen wir einfach mal 30, dann kannst du dir deine raussuchen. Und warum sind Ballaststoffe gut? Ballaststoffe sind so faserige Stoffe aus Pflanzen und du hast den Vorteil, dass deine Verdauung angeregt wird, dass du besser deinen Darm, dass die Darmbakterien, die guten Darmbakterien, die Mikrobiom gebildet werden. Weil es ist häufig so, wenn du Übergewicht hast, dass du die falschen Darmbakterien hast. Und du kannst sie dir züchten. Fange langsam an mit wenig, weil dein Darm muss sich erstmal daran gewöhnen. Das dauert, die Umstellung, ungefähr 6 Monate, hat man herausgefunden. Das heißt, du musst langsam umstellen. Und wenn du möchtest, dass es dir gesundheitlich besser geht, weil das ist eine Komponente zum Beispiel auch der Mind Diet, ballaststoffreiche Ernährung, dann ist es extrem entscheidend für dich, jetzt auch noch weiter zuzuhören. Weil es ist ja nicht so, dass ballaststoffreiche Ernährung Zucker nur ist. Weil das sind Kohlenhydratmoleküle, die aneinander gekoppelt sind. Nein, du wirst länger satt, weil dein Körper braucht länger, um das zu spalten. Dein Darm wird einfach mehr aufgebaut. Und es ist einfach so, dass du, wenn du Diabetes hast, dein HbA1c-Wert weiter runterfährt. Ja? Und Cholesterin soll es auch in den Maßen senken, sodass es gesund ist. Also ballaststoffreiche Lebensmittel, extrem entscheidend. Und ich habe mir gedacht, die Liste, die haue ich jetzt einfach mal raus. Und deswegen bitte ich dich, schau auf jeden Fall in den Link zu der Liste und such dir einfach die wichtigsten raus. Und wenn du das gemacht hast, dann habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Könntest du mir schreiben von der Liste, was du zukünftig nutzen möchtest, was für dich, ja, vielleicht dann auch als Erfahrungswert für andere hilfreich war, das würde mir unglaublich gut gefallen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir ein Like nach oben, abonniere natürlich gerne meinen Kanal und ich freue mich, von dir das nächste Mal zu hören. Und ja, mach's gut und schönes Wochenende. Mach's gut, dein Frank.